Hallo liebe Weinfreunde, heute sind wir bei den Merlot-Trauben am Waldacker. Die aktuelle Arbeit jetzt im Weingarten ist das Ausdünnen. Das Ausdünnen ist ein sehr wichtiger Schritt, um die Qualität der einzelnen Weintrauben zu heben. Und gleichzeitig werden auch die Blätter entfernt. Das Blattentfernen hat den Grund, dass die Trauben besser abtrocknen können und auch besser besonnt werden von der einen Seite. Das Ausdünnen funktioniert so. Wir entfernen mal die Blätter in der Traubenzone oder einen Großteil der Blätter in der Traubenzone und dann muss man sich den einzelnen Stock sehr genau ansehen. Bei der Blüte hatten wir heuer ein schlechtes Wetter und darum sind auch zum Teil die Trauben verrieselt, das heißt nicht alle Beeren sind voll entwickelt. Man muss sehr genau abschätzen, welche man jetzt noch entfernt. Bei diesem Stock nehme ich nur ein paar Trauben weg und lasse nicht nur eine pro Trieb, um den Ertrag auch einigermaßen noch zu erhalten, den wir jetzt haben. Aber man sieht, die Trauben sind sehr schön locker und vom Fäulnis droht den Merlot-Trauben sehr wenig Gefahr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.